Guten Abend alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag, zu unserem zweiten sozusagen Vortragsgespräch. Es gibt nämlich nicht nur einen Vortrag heute Abend, sondern eine Art Gespräch und Vortrag, beides zusammen. Deswegen habe ich mich auch so sehr gefreut auf den heutigen Abend, weil es zwei Personen sind, die ich, den einen kenne ich schon sehr gut und die andere Person noch nicht, aber die wollte ich schon länger mal kennenlernen. Zu unserem Überthema Naturen hatten wir schon vor einigen Wochen den Einführungsvortrag. Und wir wollen ja sozusagen auch so einen neuen Naturbegriff uns diskutieren, weil wir mit diesem alten, herkömmlichen Begriff das Gefühl haben, dass wir da nicht mehr weit mitkommen, gerade in Anbetracht unserer ökologischen, globalen Krise, wo diese Gegensatzpaare Kultur und Natur nicht mehr funktionieren, haben wir das Gefühl als Institut für Architektur, dass wir diesen Begriff in einen neuen Kontext setzen müssen. Deswegen haben wir verschiedene Personen eingeladen, darunter euch beide, Georg Brachliotis, Tobias Neute, um sie in ein Gespräch zu verwickeln und darüber vielleicht auch zu einem neuen Verständnis einer Natur oder von verschiedenen Naturen zu kommen. Tobias Neute ist Begründer von einem Büro, Design Research Büro. Das ist kein Architekturbüro, sondern ein Design Science Büro nennt ihr euch. Das habe ich auf der Webseite rausgefunden. Certain Measures, ein sehr schöner Name, auf den ich auch gespannt bin jetzt auf deinen Vortrag. Ihr seid zu zweit, ihr habt ein Büro in Berlin und in Boston. Und ihr steht, oder das, was euch vielleicht von herkömmlichen Architekturbüros absetzt, ist das sogenannte spekulative, zukunftsorientierte Design. Du kannst mich nachher wieder auch sozusagen korrigieren. Ich rede jetzt einfach mal ins Blaue. Und ihr lasst die Technik für euch arbeiten, sag ich jetzt mal. Genau, Georg Brachliotis, Dr. Professor Georg Brachliotis, hat eine Professur für Architekturtheorie am Karlsruher Institut für Technologie und gibt viele Bücher heraus, zum Beispiel über Fritz Haller, und hat auch eine ganz tolle Ausstellung kuratiert am ZKM in Karlsruhe zu Frei Otto. Aber wir kennen uns eigentlich schon viel länger. Wir haben zusammen studiert in Berlin und ursprünglich kennen wir uns eigentlich seit 1993. Diese Geschichte muss ich jetzt kurz erzählen, weil er sozusagen auch mal für die Security gearbeitet hat, für den Rap Dreistag, eine riesige Kunstinstallation von Jean-Claude und Christo, wo wir als Moniteure gearbeitet haben für 8 Mark die Stunde, ganztägig. So, jetzt übergebe ich euch das Wort und vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Super, vielen Dank. Also wir haben uns das so gedacht, also wirklich vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch wahnsinnig auf den Abend. Wir haben uns das so gedacht, dass ich erst sozusagen so eine halbe Stunde rede und dann Georg noch irgendwie vielleicht eine Viertelstunde und wir setzen uns dann hin. Aber dadurch, dass wir beide bessere Redner sind, wenn wir stehen, machen wir das jetzt erstmal hier. Vielen Dank für die Einladung. Das Büro Certain Measures ist, wie du schon sagtest, gegründet in Berlin und Boston, und das habe ich zusammen gegründet mit Andrew Witt, der das Büro in Boston leitet und ich bin Berlin. Und die Projekte oder sozusagen das, was ich gedacht habe, was ich heute präsentiere, hat mit Design-Experimenten zu tun, die wir bei uns im Büro machen, zum Thema, eigentlich alle Projekte, die ich zeige, sind so Design-Spekulationen zum Thema maschinelles Sehen in der Gestaltung. Um so ein bisschen besser zu verstehen, wo sozusagen, was unser Hintergrund ist und wo wir herkommen oder warum wir die Dinge tun, macht es immer Sinn, mal kurz darüber zu sprechen, wo wir herkommen. Und zwar haben sowohl Andrew als auch ich viele Jahre bei Frank Gehry gearbeitet. Aber nicht bei Frank Gehry, dem Gehry Partners, sondern bei Gehry Technologies. Und Gehry Technologies hat angefangen als Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Frank Gehry, weil er sich Hilfe gesucht hat, in der Luft- und Raumfahrttechnik am Ende, um so Gebäude wie hier die Louis Vuitton Foundation tatsächlich umzusetzen. Und er hat irgendwie nach Verfahren gesucht, digitalen Verfahren in anderen Disziplinen, die ihm helfen konnten, überhaupt diese Gebäude, die er bauen wollte, umzusetzen, planbar zu machen und so weiter.
Und hat da relativ früh in den 90er Jahren Expertise entwickelt, die er irgendwann ausgegründet hat, in die Firma Geary Technologies. Und die Firma Geary Technologies, wir haben sowohl Software entwickelt in Los Angeles und wir, Andrew und ich, sind beide gelernte Architekten mit einer sozusagen mit Faszination fürs Computerprogrammieren und sagen wir mal so ein etwas überdurchschnittliches Verständnis von Geometrie. Und wir waren dann sozusagen so die Power-User bei Geary Technologies und wir konnten uns dann sozusagen an solchen Projekten verwirklichen. Und das war eben die Louis Vuitton Foundation, wo wir viele Jahre daran gearbeitet haben in Paris. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass da kein Teil wie das andere ist. 16.000 Unikat heiß verformte Glaszylinder. Wir als Geary Technologies konnten, weil wir eben nicht die Architekten waren, konnten wir für alle Gewerke als Subunternehmer arbeiten. Das heißt, an dem Projekt zum Beispiel hatten wir 14 verschiedene Klienten. Wir haben für den Bauherrn gearbeitet, für den Architekten, für den Generalunternehmer und alle Subunternehmer. Und am Ende haben wir den Maschinencode geschrieben für die Hersteller der Fassadenpaneele. Also irgendwie eine Maschine, die thermisch Glas heiß verformt. 16.000 Stück. Oder 22.000 Unikate, glasfaserverstärkte Betonpaneele. Ja? Das kann man natürlich nicht mehr zeichnerisch lösen, sondern das kann man eigentlich nur noch programmieren. Und am Ende muss man die Maschinen direkt ansteuern, um sozusagen die Fabrikation zu machen. Und nochmal, dieses Projekt haben wir vor 10 Jahren gemacht. Das heißt, was sozusagen in der Geschichte digitaler Technologieentwicklung ist es natürlich schon fast archäologisch. Aber sozusagen da habe ich vor 10 Jahren angefangen. Und wenn man so will, um es sozusagen übersimplistisch zu machen, war sozusagen das die Welt von Frank Gehry, sozusagen Sketches by Frank Gehry. Und wir als Gehry Technologies haben dann sozusagen versucht, das in quantifizierbare Modelle zu übersetzen. Ob es nun, weiß nicht, 16.000 Glaspaneele waren oder 22.000 Fassadenpaneele, was auch immer. Und unser bester Klient war natürlich immer Frank Gehry, weil Frank Gehry immer die größten Probleme kreiert hat, an denen wir uns sozusagen abarbeiten konnten. Und irgendwann war es eben nicht nur Gehry, der die Probleme gemacht hat, sondern Jean Nouvel oder so. Ja? Also wir haben dann für Jean Nouvel gearbeitet, Snowhatter, an all diesen Projekten von Architekten, die eben so irgendwas sozusagen entworfen haben, was sozusagen was schwierig umzusetzen war, hat Geary Technologies an vielen dieser Projekte gearbeitet. Also Louvre Abu Dhabi, dann waren es auf einmal dann nicht mehr 22.000, sondern 100.000 Unikate Stahlpaneele oder Verkleidungspaneele. Und am Ende halt immer, es gibt das Problem und man versucht es in quantifizierbare Modelle zu übersetzen. In dem Fall dann irgendwelche Ausschreibungsunterlagen für diesen Dome im Louvre Abu Dhabi. Und sozusagen in der Welt, also wo wir sozusagen Technologie anwenden, sozusagen auf das Problem, also sozusagen auf ein sehr komplexes Entwurfsproblem. Also am Ende wendet man Technologien immer auf die sozusagen Herstellung. Das Problem oder der Vorgang ist immer, ob ich nun zeichne oder programmiere, es ist immer Anleitung zur Herstellung. Am Anfang gibt es sozusagen den Entwurf und am Ende verwende ich Technologie, um es umzusetzen. Und vor 5 Jahren haben wir uns selbstständig gemacht, weil wir nicht mehr anderen Leuten erzählen wollten, wie sie es machen sollen, sondern haben uns gedacht, lass uns lieber selber machen. Und haben eigentlich das, was wir so viele Jahre entwickelt haben an Technologie oder sozusagen an Skills, überführt in eine eigene Designfirma, die wir Certain Measures genannt haben. Und eines unserer ersten spekulativen Projekte haben wir gesagt, wie wäre es eigentlich theoretisch, wenn wir Technologie nicht verwenden, indem ich erst entwerfe, dann herstelle, sondern wenn ich mir einen Haufen Einzelteile angucke und ich entwickle Technologie, die mir vorschlägt, was ich daraus bauen kann. Also genau die Umkehrung des klassischen Entwurfsprozesses. Also der Entwurf steht nicht im Hintergrund und ich besorge mir Material, sondern das Material steht im Vordergrund und ich sozusagen versuche herauszufinden, was ich daraus bauen kann. Und wir kennen das natürlich alles sozusagen aus dem Recycling, wo man sozusagen standardisierte Produkte wieder neu gewinnt, sondern wir haben gesagt, es gibt eigentlich einen materiellen Prozess des Recyclings und wir haben uns überlegt, ob es nicht vielleicht einen digitalen Prozess der Redistribution gibt. Und da spielt sozusagen, das ist das erste Projekt, das wir gemacht haben, zum Thema maschinellem Sehen in der Gestaltung. Also wie kann ich mit einem maschinellen Auge entwerfen, wo ich einfach mir einen Haufen Einzelteile angucke und mir dann vorschlagen lasse, was ich daraus bauen kann. So, wir haben Technologie entwickelt und wurden dann eingeladen für einen
sozusagen Zukunftsfestival und haben gesagt, wie können wir eigentlich Technologie, die wir entwickelt haben, präsentieren? Und man würde natürlich normalerweise erwarten, man macht das irgendwie mit einem User-Interface und zeigt irgendwie Software. Und wir haben gesagt, lass uns Technologie nicht als Software-Interface zeigen, sondern als eine Experience. Also wie wäre es eigentlich, wenn ich am Algorithmus bei der Arbeit zugucken könnte, im weitesten Sinne. Und dann haben wir eigentlich das runtergebrochen in die verschiedenen Schritte der Technologie oder die Schritte des Algorithmus und haben angefangen, diese Experience eigentlich zu beschreiben. Der erste Schritt war, jedes Teil, also ein allgemeiner Satz an allgemeinen Polygonen, wird gescannt und inventarisiert. Also wir bauen erstmal eine Datenbank an Einzelteilen auf. Und jede Einzelteil kriegt einen Namen und ist sozusagen adressierbar. Der zweite Schritt, jedes Teil wird analysiert. Also das sind 40 Dimensionen, nachdem jedes Teil analysiert wird. Ist es I-förmig, U-förmig, L-förmig? Ist es, wie groß es ist? Was ist das Verhältnis zwischen Umfang und Fläche? Und so weiter und so weiter. Nach 40 Dimensionen analysiert. Im dritten Schritt wird jedes Teil nicht im Hinblick auf die eigene Form analysiert, sondern im Hinblick auf alle anderen Teile in der Datenbank. Das heißt, das sind sogenannte Ähnlichkeiten, so Similarity Trees. Das heißt, ich gucke mir einen Teil an und je weiter es, je mehr Teile reinkommen, desto größer wird der Ähnlichkeitsbaum. Und je weiter weg, desto unähnlicher ist sich ein Teil. Und der dritte Schritt war, wir haben gesagt, als Designvorgabe wollen wir immer einen Würfel bauen. Und die Teile kommen rein und der Versuch, im dritten Schritt versucht er aus den Teilen, die er hat, versucht er einen Würfel zu bauen. Und natürlich wird es sozusagen am ästhetisch interessantesten, wenn er so gerade scheitert, weil das Material nicht ausreicht. Das heißt, er fängt dann an zu deformieren, er versucht Minimalflächen zu bauen und so weiter. Und versucht sozusagen mit dem existierenden Material sich dem Kubus so weit wie möglich anzunähern. Und das Ganze, man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie, weiß nicht, man steht sozusagen vor den Resten eines halbleeren Kühlschranks und hat eine Vorstellung von einem Sandwich, aber man hat sozusagen nicht alle, man kriegt sozusagen nur das Sandwich, was sozusagen dem am nächsten kommt, was ich will. Aber es ist eben nicht genau das Sandwich, was ich will. Also sozusagen so ein bisschen so mit Resten kochen. Ja? Und man muss sich eben vorstellen, dass nicht alles, man konnte in diesen dunklen Raum reingehen und ich habe es eben nicht hintereinander gesehen, sondern der Vollständigkeit halber alles gleichzeitig. Sondern ich konnte in diesen Raum betreten, sozusagen so wie on the belly of the beast. Und ich konnte einfach so dem Prozess zugucken, wie ein Kubus entsteht. Also die Teile werden analysiert, werden inventarisiert, analysiert, werden im Hinblick auf die gesamte Datenbank analysiert und der Versuch, diesen Kubus zu bauen. Ja? Und das ist dabei rausgekommen. Und was wir natürlich wahnsinnig auch so ein bisschen so lustig finden, ist natürlich, was für einen unfassbaren Aufwand und ich freue mich besonders, dass ich hier in der Schweiz bin, was wir sozusagen betrieben haben, einen Kubus zu bauen und am Ende trotzdem zu scheitern, weil wir das sozusagen das Problem von den Ressourcen her angegangen sind. Aber am Ende sind das sozusagen so das beste Sandwich, was wir damit sozusagen hingekriegt haben. Diese ganze Ausstellung wurde im letzten, oder immer noch in diesem, nee, im letzten Jahr, im Rahmen einer Ausstellung im Centre Pompidou ausgestellt, die nannte sich Codé Le Monde. Und da haben wir die Modelle ausgestellt und das ganze Videoarbeit. Diese ganze Arbeit ist mittlerweile angekauft worden für die ständige Sammlung vom Centre Pompidou und hat eben auch so ein bisschen Presse bekommen. Niklas Mark hat über unsere Arbeit geschrieben, der Sprengstoff, der aus dem Rechner kommt. Und im zweiten Schritt, und nochmal, ich rede natürlich immer noch sozusagen, was uns interessiert, ist eigentlich ist Technologie, in dem Fall das maschinelle Sehen und wie das unsere Art und Weise ändert, wie wir entwerfen eigentlich und was sozusagen ästhetische Implikationen davon sind. Im zweiten Fall war das bei der Ars Electronica und da haben wir tatsächlich einfach einen Software-Mockup gebaut, der genauso, der sozusagen, wo jetzt all das, was wir gerade in den Videos gesehen haben, auf der Innenseite des Computers passiert. Das heißt, ich kann hier einstellen,
was ich eigentlich haben will, irgendwie einen Kubus. Ich kann den noch ein bisschen größer oder kleiner machen. Und dann haben wir mit Resten aus der Holzwerkstatt gearbeitet, an der GST, und haben so Holzteile davor gelegt, vor den Webcam-Feed, und haben, die Teile werden erkannt, und auf der rechten Seite wird jetzt eine Datenbank an Einzelteilen gebaut, und er versucht sozusagen sofort diesen Kubus zu bauen und ackert sich so daran ab. Und je mehr Teile ich davor lege, desto näher, er nähert sich dem eigentlich immer weiter an. Natürlich kann man sagen, wenn die Datenbank nur groß genug ist, wird er schon eine Lösung finden, genau den Kubus zu bauen. Aber uns interessiert immer genau sozusagen wo es so gerade scheitert. Und das war halt irgendwie sozusagen die Hypothese. Wir haben gesagt, wenn wir nicht irgendwie mit dem Gebäude anfangen und dann Material herschaffen, sondern maschinelles Sehen wird uns erlauben, aus einem sozusagen Sinn zu stiften, aus einer sozusagen sehr disparaten Input eigentlich an Einzelteilen. Also wir fangen mit der Sammlung an, scannen und so weiter, bis wir am Ende dann zu einem Gebäude kommen. Und uns wurde immer so ein bisschen der Vorwurf gemacht, ja, ganz ehrlich, das ist ja eine sehr theoretische Exercise, weil was sind denn genau die Teile? Weil am Ende war es irgendwie ein allgemeiner Satz an Polygonen, natürlich ist alles immer noch eben und so weiter. Und wir wurden dann beauftragt vom Museum der Zukunft in Berlin, im Futurium, ob wir ein Exponat für die bauen könnten, die zu diesem Thema. Und dann haben wir gesagt, na gut, also expliziter als ein existierendes Gebäude nehmen und das zu scannen und dann immer wieder neue Gebäude zu generieren, expliziter kann man es nicht machen. Also sind wir nach einer Stunde nördlich von Berlin in ein ehemaliges Nudistencamp gefahren und haben eine Datsche zurückgebaut, also so ein Wochenendhäuschen. Und haben jedes Teil in dieser Datsche, wie sozusagen wirklich geradezu archäologisch, obwohl es eigentlich absoluter Müll ist, aber so Rauschbundplatten, jedem einen Namen gegeben, eingepackt und zu uns ins, die ganze Datsche, zu uns ins Studio gebracht und haben jedes Teil dokumentiert, haben 3D gescannt, von jedem Teil ein Foto gemacht, Farbnuancen alle analysiert. Wir wussten am Ende von jedem Teil, wo die Astlöcher sind und so weiter und so weiter. Das heißt, wir hatten eigentlich jedes Teil, was in dieser alten Datsche war, war sozusagen adressierbar. Und wir hatten einen digitalen Avatar faktisch. Haben daraus dann sozusagen so eine Datenbank an Teilen gebaut. Und wir haben dieses ganze Projekt genannt Cloudfill, in Abgrenzung an Landfill, was ja im Deutschen die Deponie ist. Also wir haben gesagt, Gebäude sind eigentlich nichts anderes als ein temporärer Zustand an Materie. Sie konstituieren, es ist immer sozusagen das gleiche Material, aber es konstituiert halt immer andere Gebäude. Und wir haben diese ganzen Teile, die eben adressierbar waren, dann in eine Video-Interaktion gebaut, die man jetzt sich im Futurium in Berlin angucken kann. Und ich kann jetzt mit dem Cloudfill interagieren. Ich kann entweder sagen, durchsuche die Datenbank an Teilen, also zeig mir alle Teile, die in dieser Datsche waren. Oder ich kann ihm sagen, bau mir die alte Datsche. Oder ich kann ihm sagen, bau mir eine neue Datsche. Und die neue Datsche, die Gestaltungskriterien, die wir gegeben haben, war nicht etwa ein Würfel, wie in dem ersten Projekt, sondern wir haben gesagt, Datschen sind eigentlich nichts anderes als ein kleines Haus, das in die Landschaft guckt. Und wir haben, das war die Vorgabe, dass die Fenster immer gleich bleiben, sie gucken halt woanders hin. Und der Rechner errechnet sozusagen Materiallösungen, indem er einfach unterschiedlich in die Landschaft guckt und versucht, aus der gegebenen Datenbank eine Lösung zu finden. Also ich sage ihm jetzt, bau mir eine Datsche. Und er fängt jetzt an, sozusagen die Teile, sozusagen der Cloudfill fängt sozusagen an zu analysieren, was habe ich hier eigentlich? Finde ich eine Lösung? Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Sounddesignern. Und er findet eine Lösung sozusagen für das existierende Materialproblem und sucht jetzt sozusagen, weil er nicht alle Teile verwenden kann, sortiert er die Teile, die er verwendet
um daraus eine neue Datsche zu bauen. Es löst sich natürlich dann auch wieder auf, weil sozusagen jetzt sozusagen ewiger Kreislauf an Material. Und das sind am Ende so Iterationen, mögliche Materialiterationen dieses Rubik's Cubes eigentlich. Und das Ganze haben wir unten im Keller des Futuriums, in der sogenannten Cave, haben wir das gebaut. Und es ist eben eine Videoarbeit und dann auch ein 1:1 Mockup. Das heißt, wir haben sozusagen die 1:1 diese Datsche oder eine zwei Wände davon in das Futurium, als sozusagen 1:1 Mockup in das Futurium gebaut. Wir finden es natürlich auch das wiederum sehr, sehr lustig, wenn man sich überlegt, es ist die Eröffnung des Museums der Zukunft in Deutschland und man kann sich also ungefähr vorstellen, was da zu sehen ist. Und wir fanden halt die Idee auch interessant, dass man eigentlich... Dass das eben auch Zukunft sein kann, sozusagen die Wiederverwendung von Altem. Und am Ende haben wir uns auch nicht nehmen lassen, das alles mit Blümchentapete noch auszustatten auf der Innenseite. Die Frankfurter Allgemeine Quarterly hat da ihr Cover fotografiert, was sozusagen momentan auch gerade irgendwie zu haben ist. Ein anderes Projekt, und das, wie gesagt, ich bin immer noch beim maschinellen Sehen im Kontext von Materialwiederverwendung, sagen wir mal im weitesten Sinne. Also entwerfen, mitteilen, mit Hilfe eines maschinellen Auges. In dem Zusammenhang haben wir es irgendwie, weiß ich nicht, in so kulturelle Institutionen geschafft, mit, weiß ich nicht, Centre Pompidou oder das Futurium. Aber es ist eben auch ein Fassadenunternehmer auf uns zugekommen, die Firma Rieder, die tatsächlich glasfaserverstärkten Beton-Fassadenpaneele produziert. Und mit denen haben wir ein Projekt gemacht, das immer noch läuft, deshalb kann ich nicht sozusagen Details zeigen, das wir Scrapcrete genannt haben, also die Kombination von Scrap und Concrete. Also die Überlegung, wie kann ich eigentlich mit existierenden oder mit Verschnitt aus der Herstellung entwerfen. Da gehe ich jetzt gar nicht ins Detail drauf ein. Natürlich ist der Hintergrund total ernster, dass 54% des gesamten Müllaufkommens Deutschlands geht auf die Bauindustrie zurück. Also über die Hälfte des gesamten Müllaufkommens ist Bau- und Abrissabfälle. Gleichzeitig wird irgendwie Sand zunehmend eine Ressource, die knapp wird. Das heißt, all diese Überlegungen, dass ich eigentlich nicht mehr Primärressourcen habe, sondern viel effizienter mit Material umgehen muss, ist sozusagen ungenommen. Und wir haben eben gesagt, natürlich gibt es zwei verschiedene Abfallströme. Das eine ist Rückgewinnung aus existierenden Gebäuden, aber das andere, was viel einfacher zu adressieren ist, sind Verschnittabfälle aus der Produktion. Und was wir gemacht haben mit der Firma Rieder und dann eben so die Überlegung, damit zu entwerfen. Und was wir gemacht haben mit der Firma Rieder war eine Analyse des Verschnitts der letzten 2 Jahre. Es gibt natürlich, wir haben digitale Daten für die Herstellung von Fassadenpaneelen, aber wir haben natürlich, können daraus ableiten, was war der theoretische Verschnitt und haben versucht zu analysieren, das sind wirklich Hunderttausende von Teilen, zu analysieren, was sozusagen das Potenzial gewesen wäre und was hätten wir daraus bauen können. Und da sind wir auf ganz interessante auch Designstrategien gekommen und, genauso wichtig, was wäre eigentlich eine neue Form von Interaktion mit einem Hersteller? Weil ich kann nicht mehr zeichnen und ihm sagen, mach mir ein Angebot und stell's her, sondern wie wäre es eigentlich, wenn ich als Designer unmittelbar mit einer Datenbank an Teilen entwerfen würde? Und ich kann natürlich aus so einer komplexen Datenbank keinen Sinn mehr stiften und brauche eigentlich maschinelle Unterstützung dabei. Und es war natürlich dann, weil am Ende ist es natürlich auch nicht nur Form, sondern verschiedene Farben, verschiedene Oberflächen, was auch immer, also ein mehrdimensionales Problem, aus dem ich irgendwie Sinn stiften muss. Leider kann ich noch keine Mockups davon zeigen, aber hoffentlich bald. Aber sozusagen die Überlegung, welche Möglichkeiten hätten wir eigentlich aus so einer komplexen Datenbank Sinn zu stiften, dass ich
Subsets davon betrachten kann. Und was wir eben auch interessant finden, ist, normalerweise werden natürlich Designer incentiviert, indem sie immer möglichst das gleiche Teil, möglichst in der gleichen Farbe. Aber Entwerfen mit Teilen führt dazu, dass ich sage, ich incentiviere eigentlich sozusagen ein eklektisches Ergebnis, weil ich sagen kann, vielleicht reichen die Teile, vielleicht gibt es nicht genug rote Teile, um eine rote Fassade zu bauen, sondern ich muss, ich werde anders incentiviert, das ist sozusagen, führt zu einer anderen Designsprache. Okay, das Zweite, ich hatte gerade über maschinelles Sehen im Kontext von der Wiederverwendung von Material gesprochen. Dies sind Übungen oder sozusagen Experimente, die wir gemacht haben zum Thema das maschinelle Sehen von Plänen. Und faktisch, was wir gemacht haben, jetzt keine große Überraschung, ist genau das. Weil wo gibt es mehr allgemeine Polygone als in Schwarzplänen oder in Plänen allgemein? Also entweder Grundstücke oder Gebäude-Footprints. Und haben dann angefangen, und das war wieder mehr oder weniger so ins Blaue hinein, genau das zu tun, ohne recht zu wissen, wo das alles hinführt. Und haben dann Karten gezeichnet, die haben wir dann Form-Maps genannt. Das war jetzt, glaube ich, ein Stadtteil von Tokio, die Gebäude nach der Ähnlichkeit des Footprints beurteilen und die dann unten links eigentlich eher so langförmige, i-förmige Gebäude und oben rechts sind das eher so quadratische. Aber so sind sozusagen sich selbst generierende Karten, die aber nicht mehr geografisch sind, sondern die nach Formähnlichkeit organisiert sind. Dies zum Beispiel ist eine Karte von allen Gebäuden in Berlin, die nach Formähnlichkeit organisiert sind. Oder dies war für eine Ausstellung, die gerade zu Ende gegangen ist im Barbican in London. Das sind alle Gebäude Londons. Und das ist eine Karte, in die ich so mehr oder weniger beliebig weit reinzoomen kann. Und am Ende die Unique ID von dem Gebäude sehen kann. Und das haben wir genannt im Machine View of London, im Foyer vom Barbican Center in London ausgestellt. Also er scannt eigentlich die London und baut diese Datenbank auf und zeichnet im Hintergrund diese Form-Map. Und wenn man dann einmal Pläne durchsuchbar gemacht hat, haben wir dann ein Projekt, das ist sozusagen ein sehr provisorischer Mockup, aber wir haben gesagt, dann könnte ich doch eigentlich auch Pläne, wie wäre es, wenn ich eigentlich ein Interface hätte, wo ich Pläne nach Formen durchsuchen kann. Und das heißt, oben gibt es ein Eingabefeld, wo ich jetzt sagen kann, finde mir ein L-förmiges Grundstück und das zeichne ich und er führt mich dann sozusagen zu dem Grundstück oder zu dem Gebäude, was meiner Zeichnung sozusagen am ähnlichsten ist. Und was wir da gemacht haben, war dann natürlich alle möglichen Experimente. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war eine Arbeit, die wir gemacht haben im Kontext mit einem Projekt mit Audi, da ging es um autonomes Fahren. Und da haben wir so nach Nachverdichtungspotenzial gesucht, also hypothetischem Nachverdichtungspotenzial vor dem Hintergrund, Hintergrund der These, die ja nun wirklich überhaupt noch nicht bestätigt ist, aber dass sozusagen wir dem Stadtraum Parkraum oder Straßenraum eigentlich entziehen, weil wir effizienter mit der Ressource Auto umgehen können. Aber es waren sozusagen hypothetische Überlegungen, maschinelles Sehen eigentlich nach Nachverdichtungspotenzial. Und das haben wir dann mit einer Firma gemacht, die nennt sich Casita. Das war leider und ist nicht mehr ein sehr interessantes Tiny House Unternehmen in Austin, Texas. Und in Amerika werden diese Tiny Houses auch ADUs genannt, also Accessory Dwelling Units. Und es wird als ein absolut probates Mittel der Nachverdichtung angesehen, vor allem in Kalifornien. Alle Leute sagen, okay, mehr oder weniger, wenn ich einen Garten habe und ich halte Abstandsflächen ein, kann ich mir mehr oder weniger so ein Tiny House, so eine ADU in meinen Garten stellen. Was aber kein Mensch weiß und alle Leute nur spekulieren, ist, was das wirkliche
Nachverdichtungspotenzial von ADUs in Kalifornien zum Beispiel ist, oder geschweige denn in Los Angeles. Und daraufhin haben wir dann uns zusammengetan mit dieser Firma und haben eigentlich nur so ein kleines Experiment gemacht, haben diesen Grundriss genommen und haben gesagt, naja gut, dann lass uns doch einfach testen. Also nicht spekulieren, sondern wir nehmen uns irgendwie Santa Monica vor und gucken mal, was eigentlich wirklich das Nachverdichtungspotenzial wäre. Typischer sozusagen Tiny House Grundriss und den Test, den wir gemacht haben, war also ein typisches Grundstück in Santa Monica. Da steht ein Tesla vorm Haus und ein Swimmingpool hinterm Haus. Man guckt sich sozusagen die Abstandsflächen an und guckt dann, ob dieses Haus dann noch da drauf passt. Und wenn ja, wie würde man es organisieren oder wie würde man es positionieren? Und haben diesen Test halt irgendwie tausendfach gemacht und haben am Ende eine Karte gezeichnet, wo eigentlich mögliches Nachverdichtungspotenzial von solchen Tiny Houses wäre. Und haben dann so ein Overlay gemacht mit sozusagen einer Karte, die man sich auf dem Handy angucken konnte. Und was man hier in Rot sieht, kann man halt sozusagen keine Unit hinstellen. Was man in Dunkelblau sieht, da kann man eine hinstellen. Und was man in Hellblau sieht, müsste man das Swimmingpool zukippen, dann wird es passen. Und da kann man sozusagen auch noch weiter reinzoomen, zu gucken, was die tatsächliche Positionierung ist. Ich zeige jetzt noch zwei kleine Projekte. Dieses liegt mir besonders am Herzen, weil Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir haben irgendwie Experimente gemacht, maschinelles Sehen von Stadtplänen, Wiederverwendung von Material. Und in dem Zuge kam ein Veranstalter einer Konferenz auf mich zu, die um die Zukunft von Flughäfen ging. Und ich habe den Veranstalter gesagt, ganz ehrlich, also ich weiß über die Zukunft von Flughäfen original gar nichts. Aber uns wurde dann gesagt, naja, euch wird schon was einfallen. Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich rede vor sozusagen ähnlicher Menge, vielleicht noch ein paar mehr Leute, aber alles wirklich so Senior-Flugzeugingenieure und Architekten und haben alle wahnsinnig eloquente Vorträge gehalten über freitragende Decken und keine Ahnung. Und ich kam zur Bühne und hatte gesagt, naja, wir haben halt eine Datenbank gefunden von allen Flughäfen dieser Welt und haben einfach ein Foto gemacht in Google Maps von jedem Flughafen, eine Datenbank gemacht und die dominanteste Farbe extrahiert aus den Bildern und haben jetzt sozusagen vor der versammelten Mannschaft von Senior-Ingenieuren für Flughäfen haben gesagt, naja, die dominanteste Farbe rausgezogen und alle Flughäfen der Welt nach Farbe sortiert. Das war natürlich irgendwie so, kam nicht so besonders gut an. Aber was sozusagen was uns daran interessiert hat, war zu sagen, dass es nicht um, also sozusagen, welche Auswirkungen maschinelles Sehen oder der Blick auf Gebäudetypologie durch ein maschinelles Auge. Und wir haben eben nicht nur alle Flughäfen genommen, die wir nach Farbe sortiert haben, sondern haben uns auch Terminalgebäude angeguckt und den Footprint von Terminalgebäuden. Und wenn man, weiß nicht, einen Käferforscher fragen würde, was ist sozusagen die Grenze deiner Wissensdomain, würde der halt sagen, wenn es kein Käfer ist, ist es nicht Teil meiner Domain, wenn es einer ist, ist es Teil davon. Bei Architekten ist es natürlich naturgemäß nicht so. Wir gehen eher vor, indem wir uns beispielhaft Projekte angucken. Also ich gucke mir vielleicht, sozusagen, wenn ich ein Gebäude entwerfe oder einen Flughafen entwerfe, ich gucke mir vielleicht ein, zwei oder vier an. Was wir uns eben gefragt haben, ist, was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr beispielhaft getrieben mir das angucken würde, sondern würde uns eventuell ein maschinelles Auge erlauben, uns alle anzugucken. Also alle Flughäfen-Terminal der Welt sozusagen als Beispiel zu haben. Und ich, also absolut, es geht hier überhaupt, also wir haben sozusagen nur die formale Analyse eines Footprints genommen, aber wir haben eben auch da eine Karte gezeichnet, ganz ähnlich wie diese Formmaps der Städte, aber sozusagen Formmaps von Gebäudetypologien. Und es ist dann tatsächlich irgendwie überraschend, dass man sagen kann, das ist eben eine begrenzte Anzahl. Und es ist eben, theoretisch ist wahrscheinlich der Terminal als Gebäudetypologie
Eine, die ich noch wirklich tatsächlich einigermaßen akribisch durchmessen könnte. Und da wird natürlich dann irgendwann die Anlehnung an die Käferforschung auch offensichtlich. Das letzte Projekt ist eines, was eigentlich sozusagen maschinelles Sehen auf dem Produktmaßstab anwendet. Das ist ein Projekt, was wir genannt haben Kintsugi Plus Plus. Ich weiß nicht, ob Sie Kintsugi kennen. In Japan sozusagen ist eine Fügungstechnik für zerbrochenes Porzellan. Also eine sehr wertvolle Vase zerbricht und ich sozusagen setze sie wieder zusammen. Aber im Kintsugi fügt man dem Kleber Goldstaub bei. Und am Ende kommt etwas bei raus, was eben noch schöner und auch am Ende noch werthaltiger ist durch den Goldstaub. Und wir haben spekuliert, ob wir nicht irgendwie eine Maschine entwickeln können, die eigentlich sozusagen Kintsugi-Verfahren sozusagen nicht eine alte Vase wiederherstellen, sondern sich neue sozusagen erträumt. Und das ist jetzt das letzte Projekt. Also im Hintergrund sieht man jetzt sozusagen diese Targetform. Womit wir gerade experimentieren, ist tatsächlich sozusagen eine Kombination von 3D-Druck und sozusagen das Gerüst aus 3D-Druck und dann das Einfügen von den Porzellanscherben. Da gibt es auch erste Prototypen von, die aber noch nicht besonders gut aussehen, deshalb zeige ich sie nicht. Vielen Dank. Jetzt sein soll heute Abend, nach diesem unglaublichen Vortrag und einem unglaublichen Blick in die Zukunft, ist eigentlich nochmal kurz zurück zu skalieren und zu sagen, okay, das, was Tobias präsentiert, angenommen, und das ist vielleicht auch die These des Abends, es ist so etwas wie der Anfang eines Paradigmenwechsels. Und zwar in der Beziehung von Technologie und Natur auf der einen Seite, um das es ja heute gehen soll, das bedeutet auch, die Veränderung von Natur und Kultur, ist ganz klar, aber auch, und das ist ja sehr spannend, die Frage von Natur und Autorenschaft, beziehungsweise von Natur, Technologie, Architektur und Autorenschaft. Das sind ja Fragen, die hier aufgeworfen werden. Und das, was Tobias sozusagen sehr elegant und sehr nonchalant überwunden hat durch die Videos,
sozusagen der Mythos Natur und der Mythos Technologie gehen ja hier Hand in Hand. Wollen wir mal ganz kurz zurückskalieren, zu sagen, okay, was ist eigentlich das, womit wir in der Architektur hantieren? Welchen Naturbegriff, mit welchem Naturbegriff operieren wir eigentlich? Wenn wir heute über Nachhaltigkeit sprechen, von welcher Natur reden wir da? Und die These, ich glaube, das ist auch die Basis des Gesprächs, ist im Grunde, es gibt keine Natur. Es gibt keine unberührte Natur. Wir gehen immer davon aus, es gibt sie, aber wir wissen ganz genau, Natur wird sozusagen hergestellt, wird ästhetisiert, wird infrastrukturell technisiert und darum soll es so ein bisschen gehen. Das heißt, die These, und ich werde einfach das Slide so ein bisschen durchlaufen lassen, behandelt die Naturalisierung von Technologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Technologisierung von Natur. Es gibt eine ganze Geschichte dazu, ich zeige Ihnen einfach nur ein paar Slides, um die Keywords für das Gespräch aufzubereiten. Es gab Algorithmen, die, da bist Tobias natürlich wesentlich fitter drin, die versucht haben, evolutionär zu hantieren. Es gab Artificial Life Experimente. Es gab alle möglichen algorithmischen Formen, das zu überwinden, was Niklas Mark in seinem Buch Der Architekt am Strand, nämlich Le Corbusier am Strand, ursprünglich gezeigt hat. Nämlich wie Corbusier eigentlich eine Natursammlung für sich aufgebaut hat, um für sich einen Referenzraum für das Entwerfen zu entwickeln. Und wir sehen hier eigentlich Objekte, das heißt, es werden Objekte gesammelt, verschiedene Formen, die ihnen als Inspiration dienen können. Niklas Mark, der Architekt am Strand. Kein Wunder, also dass Mark schreibt, das war Sprengstoff aus der Maschine, was dort behandelt wird, denn eigentlich ist das Tableau der Architektur und auch des traditionellen Denkens des Entwerfens diese Form von Naturbewunderung, Naturerforschung, das Sammeln von Objekten. Das Ganze geht natürlich weiter. Das war eine Ausstellung im Museum für Gestaltung in Zürich vor etlichen Jahren, wo man gesagt hat, okay, Natur auf der einen Seite und Design auf der anderen Seite, also Formen des Vorbilds, der Biomimicry, der Bionik. Inwieweit kann Natur tatsächlich eine Form des Vorbildes sein, was es sich lohnt nachzumachen? Und inwieweit kann sozusagen man Natur als einen Partner betrachten, von dem man lernen kann? Es gibt die üblichen Klassiker, die zeige ich ganz kurz. Eben gesehen, das Olympiadach, Frei Otto, auch er hat ähnlich wie Le Corbusier natürlich als Naturforscher die Natur betrachtet. Er hat Fotos gemacht von Formen, von Spinnennetzen, von Korallen, von Federn, um aus dieser Form für sich gewisse Modelle abzuleiten, die er dann in seinen Experimenten, die Sie wahrscheinlich kennen, anzuwenden, um neue Konstruktionsmodelle zu entwickeln, um neue innovative Verfahren zu entwickeln, um Medientechniken auszuprobieren. Hier auf der rechten Seite sehen Sie seine Experimente mit Seifenlaugen, mit Wind, mit Luft, mit Licht und Schatten. Alles das hat Frei Otto im Grunde entwickelt, um aus der Natur eine neue Form der entwerferischen Technologie abzuleiten. Wenn man in den 50er, 60er Jahren ankommt, merkt man, dass gerade in dieser Zeit eine unglaubliche Welle an Technologisierung einsetzt. Auch hier so, sagen wir mal, sehr prägnante Beispiele, Georgi Kepisch, ein Name, den Sie sich merken sollten, ein Künstler, der am MIT lange erforscht hat, welche Formen der Naturuntersuchung durch die ganz frühe Computermaschinen möglich ist. Eine direkte Parallele zum Beispiel zum aktuellen Buch von Beatrice Colomina, X-Ray, wo es um die Frage geht, wie eigentlich Röntgenmaschinen das Entwerfen entwickelt, beeinflusst haben. Denken Sie an zum Beispiel Glashochhäuser der 20er Jahre, die Form von Transparenz, die wir alle so gerne haben, von der heroischen Moderne, Mies van der Rohe. Und im X-Ray-Buch von Colomina zeigt sie den unmittelbaren Zusammenhang von dem Aufkommen der Röntgentechnologie und der Vorstellung von Transparenz in der Architektur auf. Das heißt, hier hat eine Maschine, die in den Körper hineinschauen kann, eine Form des frühen maschinellen Sehens, eigentlich einen Transparenzbegriff für die Architektur geprägt. Also das Sehen der Konstruktion ist im Grunde das Sehen des Skeletts eines Menschen. Und Kepisch hat ähnlich wie Colomina auch sich bereits früh in den 50er Jahren
damit auseinandergesetzt, was für Formen des Sehens, des Röntgensehens, des mikroskopischen Sehens es in der Wissenschaft gibt, und hat versucht, auf der Basis dieser neuen Bilder eine neue Formsprache für die Kunst oder für die Architektur zu entwickeln. Die These von Keppisch war relativ einfach. Er hat gesagt, es gibt eine große Entfremdung durch die Maschinen, die Leute kommen nicht mehr mit, sie können sozusagen mit dieser neuen Ästhetik, mit dem Röntgenblick nichts mehr anfangen. Und wir als Künstler und auch als Architekten müssen gewissermaßen das eine mit dem anderen wieder zusammenpacken. Das heißt, er hat gesagt, wir müssen die neuen, also die Cutting-Edge-Technologien aus der Wissenschaft und der Forschung als Basis für die Kunst und für den Entwurf betrachten. Und nicht mal zurück in die Natur sagen und sagen, das ist irgendwie die Maschine, die machen irgendwas, was wir nicht verstehen. Und das ist also das, was wir kennen und was wir mögen. Das heißt, er hat versucht, eine neue Realität für den Entwurf und für das künstlerische Denken zu schaffen. Hier ein Beispiel, nur Norbert Wiener, einige werden ihn vielleicht kennen, einer der wichtigen Gründer der Kybernetik, der frühen Computerwissenschaften, ein Mathematiker, der sich mit Mustern in der Natur auseinandergesetzt hat in diesem Beitrag. Und jetzt, wenn man diese Ausstellungen, diese Bücher von Keppisch durchgeht, die extrem erfolgreich waren in Boston am MIT, merkt man, dass er sich sozusagen auch oft mit dem gleichen Blick, mit dem man die Natur betrachtet hat, das technische Sehen, auch die Elemente des Computers betrachtet hat, also zum Beispiel Mikrochips. Und spätestens hier verschwimmt eigentlich die Vorstellung, was Natur und was Kultur eigentlich ist, auf einer extrem spannenden Art und Weise. Das heißt, plötzlich wurden Mikrochips als ein neues Naturelement der Gesellschaft betrachtet, mit dem man arbeiten sollte und bei dem man sich auch die Ästhetikfrage stellen könnte. Nicht zu vergessen, und diese Referenz werden Sie wahrscheinlich kennen, 60er Jahren, Japan, wenn du die Grundstücke in Japan kategorisierst, waren natürlich die großen Metabolisten, die auch in Biologie groß hantiert haben, nicht weit weg. Allerdings ging es hier weniger um Karten und um die Sortierung von Grundstücken, sondern um die Form des Einkapselns, also die Naturzelle, die Biologiezelle und Fragen der Technisierung. Also wie lässt sich eigentlich eine Biologiezelle mit einer Wohnzelle sozusagen kombinieren, metaphorisch, technisch, entwerferisch. Und auch hier haben die Architekten immer wieder in die Natur sozusagen hineingeschaut und haben Formen der Technisierung entwickelt, mit dem man dann gewissermaßen zum Beispiel so etwas wie den Capsule Tower in Tokio baut. Die Form der Zelle ist da eminent. Wenn man einen Sprung macht in die 90er Jahre, dann ist das sozusagen das Zeitalter der Blobs, in dem man experimentiert hat. Das ist fast archäologisch, was man hier sagt, Greg Lynn. Das 3D-Drucken kam auf, im großen Maßstab, Styropor. Das heißt, man hatte plötzlich neue Fabrikationswerkzeuge an der Hand und fing an, eigentlich auch spekulativ sich mit biologischen Formen aus der Natur auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, wie kann man die eigentlich produzieren. Das heißt, hier passiert etwas, was ja bei Tobias im Vortrag schon eigentlich Standard als Voraussetzung gedacht wurde, nämlich es war nicht mehr nur die Frage, wie man Architekturen oder Naturen in den Computer reinbekommt, also die Form der Virtualisierung, sondern wie kriegt man sie eigentlich wieder raus. Dieser Gap, der zum Beispiel in der Schweiz auch durch Firmen wie Design to Production extrem vorangepusht wird, also die Vorstellung der Geometrie, der Fabrikation und das Ganze natürlich unterstützt durch Machine Learning. Und das sind im Grunde die Geschichten, die wir momentan auf Pavillon-Ebene teilweise bauen. Menges, ein Kollege aus Stuttgart, der sozusagen genau diesen umgekehrten Weg geht. Etwas wird im Computer generiert und dann muss man sehen, wie kriegt man das Ganze wieder raus. Das vielleicht nur als ganz kurzen sagen, Rückblick, um sich nochmal klar zu machen, was durch den Vortrag eben eigentlich alles über Bord geworfen wurde oder beziehungsweise was wieder auftaucht, mit welchen Keywords hier hantiert wird und was das Ganze eigentlich auch für die Gesellschaft bringt. Die Frage des Sinns, der Begriff des Sinns kam immer wieder auf, was eigentlich Sinn
der ganzen Geschichte. Und jemand, der das, und den lege ich Ihnen auch nur ganz kurz ans Herz, der das künstlerisch, fotografisch versucht einzufangen, ist Armin Linke. Er ist derjenige, der im Grunde als Fotokünstler sich mit Formen der Technologisierung von Natur und auch mit der Naturalisierung von Technik am meisten auseinandersetzt, durch etliche Fotoprojekte, unter anderem mit Bruno Latour, und der eigentlich genau das aufzeigt, um das es heute, glaube ich, geht, nämlich den Plural von Natur. Also dass die Technik sozusagen den Singular der Natur über Bord wirft und der Architektur mehrere Naturen anbietet. Die politische Nuance, und das darf nicht unter den Tisch fallen, der Digitalisierung, der Virtualisierung, der Fabrikation, wir haben vorhin von Recycling gehört, der Ökonomisierung, aber natürlich auch der Umwelt, des ökologischen Denkens, ist bei Armin Linke in seinen Bildern häufig so dargestellt, dass man sagt, okay, wo landen eigentlich all die technischen Geräte, die wir hier produzieren und die wir nicht mehr brauchen? Also wir wissen alle, wir haben jedes Jahr ein neues iPhone, wo kommen die anderen eigentlich hin, wo sind die Schrottplätze der Gesellschaft von Big Data. Und das heißt, die Rückseite der Globalisierung, die Rückseite der Digitalisierung, der Darkroom von Big Data, und das ist das, wo Armin Linke auch häufig hinreist, zu den Schrottplätzen in Afrika, und dort sozusagen sieht, wie händisch, nicht maschinell, händisch diese Computerteile sortiert werden. Also dann das, was du gezeigt hast, ist im Grunde die Arbeit in den Entwicklungsländern. Also eine ganz spannende Nuance, und ich glaube, es ist wichtig, beides zusammenzudenken. Also Technologie und Natur auf der einen Seite, aber natürlich auch die Frage der Gesellschaft. Und mit dem kleinen Büchlein über Maschinen sehen, in dem auch Armin Linke sich mit Formen des maschinellen Sehens auseinandersetzt, will ich eigentlich Tobias nach vorne holen. Und ich habe ein paar, ich musste mit ein paar Fragen an dich formulieren. Ich glaube, wir können uns einfach hinsetzen, oder? Zum Beispiel, was mich interessiert, und das ist vielleicht wichtig, weil wir hier auch in der Schweiz sind. Normalerweise, und wenn wir so einen Heroen wie Fritz Haller nehmen, als bestes Beispiel des industriellen Bauens, ist es so, dass man sagt, okay, jemand denkt sich ein Bausystem aus, nennen wir es mal OSM, und dann wird geguckt, was kann man eigentlich mit diesem System alles entwickeln. Also an Rasterdenken, es gibt eine gewisse Varianz, aber mehr oder weniger kann man nur das bauen, das entwerfen, was das System hergibt. Das, was du gezeigt hast und das, was auch Menges im Grunde durch die Pavillons ja andeutet, ist, wir können andersrum vorgehen. Wir können sagen, okay, wir haben erst eine Idee und dann bauen wir ein System für diese Idee. Das heißt, es ist im Grunde upside down industrial building. Also die Vorfabrikation und das industrielle Bauen wird sozusagen einmal um 180 Grad gedreht. Das ist extrem spannend. Das ist das eine, was mich interessiert. Das andere ist die Form des Indexes. Du hast immer wieder gesagt, dass sie überall mitgekrickelt, es geht um Indexierung, Inventarisierung. Wenn wir an die Erforschung der Landschaft in der Schweiz denken, dann ist das Inventar natürlich elementar, um die Natur zu kategorisieren, um sie zu kontrollieren, um sie zu verwalten. Also es ist hier natürlich eine ganz große Tradition der Verwaltung von Natur durch das Inventar. Ansonsten passt es, es gibt tolle Bücher zu, ist jeder Stein inventarisiert. Das heißt, die Idee des Inventars ist eigentlich etwas, was gar nicht so neu ist. Was würdest du sagen, ist denn neu? Nee, ich glaube, dass wir natürlich, also, oder so ein bisschen auszuholen vielleicht, dass Architekten ja irgendwie, Architekten bauen ja keine Häuser, sondern Architekten produzieren Artefakte, Zeichnungen oder was auch immer, mit denen andere Leute Häuser bauen. Insofern entscheidet natürlich immer meine sozusagen Methoden und Mittel der Darstellung darüber, was ich überhaupt kommunizieren kann. Und ich glaube, dass sich bestimmte, sagen wir mal, Sachen durchgesetzt haben als Mittel der Repräsentation in diesem Kommunikationsverhältnis. Aber dass natürlich auch Standardisierung
dazu geführt hat, dass oder dazu geführt hat, dass wir bestimmte Dinge vorhersagbar gemacht haben. Also wenn man irgendwie, weiß ich, an die Standardisierung von Stahl denkt, dass ich tatsächlich sozusagen mitteilen, dass ich Teile vorhersagen konnte, Materialeigenschaften vorhersagen könnte. Und das hat natürlich zu das hat natürlich viele Vorteile historisch gehabt, aber ich glaube, wo wir heute in der Lage sind, ist eben nicht so komplexitätsminimiert zu arbeiten, sondern mit Technologien, die uns eigentlich die Fantasie oder die Intuition erweitern, zu sagen, ich muss eigentlich nicht mehr mit standardisierten Teilen arbeiten, weil ich eigentlich jedes einzelne Teil adressieren kann. Also wenn ich zum Beispiel an die Sachen denke, die an der AA im Make-Design gemacht werden, also tatsächlich mit unbeschlagenem Holz mit den Teilen, wie sie sind, zu entwerfen und daraus Pavillons oder Strukturen zu bauen. Das heißt, ich muss gar nicht mehr den Umweg über die Standardisierung gehen, sondern ich kann die Teile so nehmen, wie sie sind, weil wir einfach die Mittel der Beschreibung der Dinge mittlerweile viel weiter sind. Und das ist natürlich insofern ein spannendes Phänomen. Das glaube ich auch. Man muss ja die Frage stellen, was für eine Gesellschaft wird das Ganze sozusagen etabliert. Solche Verfahren und auch solche Paradigmenwechsel passieren ja nicht im luftleeren Raum. Wenn man sagt 50er, 60er Jahre, also das, was wir hier gesehen haben, Capisch, vielleicht die ersten Mikrochips, aber auch Bausysteme, das war ja eigentlich die Idee der Massengesellschaft. Also der Begriff der Masse ist ja wahnsinnig wichtig, auch für die Architektur. Das, was wir hier sehen, ist ja eigentlich eine scheinbare Individualisierung, ein Mass-Customized Architecture im Grunde. Aber es ist gleichzeitig massentauglich. Und das ist vielleicht auch ein Phänomen der Gegenwart, dass wir weder in der Massengesellschaft mehr wurden, aber auch nicht mehr in die Individualisierung, sondern in einer Massenindividualisierung. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ich komme mit dem, ich weiß gar nicht, ob das ein Paradigmenwechsel ist oder auch mit diesem Dualismus komme ich nicht ganz klar, weil am Ende ist, was uns Digitalisierung erlaubt, ist, dass das Konzept von, hebt das Konzept von Repetition. Von einem, jetzt klingt das vielleicht sehr abstrakt, aber das hebt sozusagen das Konzept von Repetition von dem Physischen auf ein Niveau von Organisation. Weil am Ende ist, kann ich entweder sagen, das Physische ist immer das Gleiche, aber sagen wir mal, Computational Design oder parametrisches Entwerfen erhöht es eben auf das, von dem Physischen wird nicht mehr das Physische wiederholt, sondern Prozesse werden wiederholt. Okay. Und ich glaube, es ist nach wie vor ist es sozusagen eine Fortschreibung, ich sag mal ganz gerne, es ist nach wie vor sozusagen die Fortschreibung des Projekts der Aufklärung. Es ist sozusagen, das erhöht das Komplexitätsniveau. Super Begriff, also ganz kurz einhaken, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Bei der Technologie oder beim technischen Zeitalter, im digitalen Zeitalter ist immer die Frage, wer kontrolliert eigentlich Technologie? Also der Mythos Maschine lebt ja hier irgendwo auch fort. Also es gibt Leute, die können das, wie du und andere Leute, und es gibt Leute, die können das einfach nicht. Das heißt, der Computer ist nach wie vor diese Art von Zaubermaschine und die Videos dienen ja, und das ist meine Frage an dich, zu zeigen, dass es eigentlich ganz einfach ist. Das heißt, inwieweit ist für dich die Vermittlung und die Aufklärung von Technologie in der Architektur Bestandteil eurer Arbeit? Geht es darum, diese Prozesse wirklich verständlich darzustellen? Und warum? Wir waren im Dilemma, als wir Certain Measures gegründet haben. Und zwar hatten wir sehr... Klingt immer gut. Ja. Wir wollten sozusagen, weil es war irgendwie klar, als wir Geary verlassen haben, dass wir nicht ein ganz normales Architekturbüro machen können. Und das wollten wir auch nicht. Also man hätte natürlich, also in dem Moment, wo es einen etablierten Markt gibt, kann ich irgendwie ein Schild an die Tür nageln und sagen, ich bin jetzt Architekt. Dann weiß jeder, wann er mich anrufen soll, nämlich dann, wenn ich ein Haus gebaut haben will. Oder ich mache Wettbewerbe. Aber das konnten wir eben nicht, sondern wir wollten irgendwie eine andere Form von Design machen. Und uns war völlig klar, dass wenn wir diese Form von Design machen wollen, würden wir, sozusagen kommen wir nicht umher, das am Anfang selber zu machen.
und dann so, und wir nennen es dann, wir haben es dann immer provokative Prototypen genannt, weil wenn ich einfach einen One-Pager geschrieben hätte und gesagt, so, das würden wir gerne machen, hätte uns halt keiner zugehört. Und was das Problem war, wir haben es in der Zeit, gerade in den Anfangsjahren, haben wir sehr viel Arbeit mit Audi gemacht. Und Audi hat gut gezahlt, aber wir durften natürlich über nichts reden. Und wir hatten sozusagen so diese Horrorvorstellung, dass wir nach 3 Jahren aber keiner sozusagen, man hat irgendwie 3 Jahre interessante Arbeit gemacht, aber man darf nicht drüber reden. Insofern haben wir dann parallel solche Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, was sind eigentlich Projekte, die wir gerne machen würden, und haben dann sozusagen gesagt, wir wollen provokative Prototypen entwickeln, die beschreiben, was wir gerne machen wollen. Insofern war das Problem der Vermittlung, dass ich nicht irgendwie sage, hier ist ein Software-Interface, wäre doch interessant, und wir wollten auch sozusagen nicht in so eine Technologie-Startup-Ecke gedrängt werden, sondern wir haben gesagt, so, nee, wir wollen Technologie als Erlebnis präsentieren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dieser Weg hat dazu geführt, dass wir jetzt so mit Partnern wie, weiß nicht, der Firma Rieder oder so zusammenarbeiten, weil diese Prototypen, die müssen so provokativ sein, dass sich wirklich jemand vorstellen kann, stimmt eigentlich, so könnte es auch laufen. Und das war dieses Problem, das war sozusagen tatsächlich ein total praktisches Problem der Vermittlung, dass wir gesagt haben, wir müssen das so provokativ, wir müssen sozusagen so provokativ wie möglich sein. Ich meine, die Provokation schafft euch ja auch neue Kunden. Also Provokation ist sozusagen ein super Marketing, sozusagen Akquise-Werkzeug, weil man weiß, bei großen Vorträgen, 500.000 Leute, ist immer einer dabei, der schlau genug ist, das Potenzial. Auch hier sind alle dabei, das Potenzial dieser Provokation zu erkennen und dann sich selber aus seiner Sicht sozusagen sagen, okay, was kann ich denn damit machen? Das ist ja sozusagen ein unglaublich wichtiger Akquise-Motor auch bei dem Ganzen. Gibt es eigentlich bei euch, weil du gerade gesagt hast, Design, spekulatives Design, computational Design, das ist eine sehr europäische Frage, Entschuldigung, gibt es einen Unterschied zwischen Design und Entwurf bei euch eigentlich? Weil wir können natürlich nicht, wir können mit den Projekten, die wir momentan haben, ist es natürlich noch nicht Architektur. Und dadurch, dass wir so, manche Dinge sind eigentlich eher auf so einem Industriemaß, also das Kintsugi-Projekt zum Beispiel ist natürlich eher auf so einem Objektmaßstab. Also ich würde immer sozusagen gleich, sozusagen ist Gestaltung im weitesten Sinne. Gestaltung ist immer ein Wort, was in englischen Texten als deutsches Wort häufig gedruckt wird, kursiv oder in Anführungszeichen. Mhm. Gestaltpsychologie ist meistens dann. Mhm. Wird also nicht übersetzt. Hätte ich auch gemacht, sehr cleverer Schachzug, in ein Gebiet, was unübersetzbar wird. Dann eine weitere Frage, weil wir hier in der Architekturfakultät sind. Also hier sind Menschen, die entwerfen. Wenn man entwirft als Architektin und als Architekt, dann fragt man sich häufig, macht das Sinn, was ich hier tue? Inwieweit... Das stimmt einfach nicht. Inwieweit... Kann ich mir nicht vorstellen. Warte doch mal kurz. Nicht nur macht mein Leben Sinn, habe ich das richtige Studium gewählt, das können wir gleich noch diskutieren im Einzelnen, wenn Sie wollen. Die andere Frage ist doch, und das ist ein Begriff, den ich jetzt dann von dir rausziehe aus deinem Vortrag, also Sinn, Sinnstiftung, Sinnproduktion. Das ist ja eigentlich traditionell in der Architektur häufig bei der Natur, also wenn man jetzt an die großen Beispiele denkt, meistens so, dass die Architekten, die sich auf die Natur beziehen oder bezogen haben, eigentlich den ultimativen Sinn immer als Totschlagargument genommen haben. Also wenn ich es schaffe, mich auf die Natur zu beziehen, dann kann mir eigentlich keiner widersprechen. So war das ja häufig. Ja. Sagen wir Bionik, also ich habe eigentlich mir das nur von der Natur abgeguckt. Da kann keiner sagen, ja, es gefällt mir nicht. Und sagen, ja, es gefällt dir nicht, aber es ist wahrhaftig im Sinne eines ganz, ganz traditionellen Naturbegriffs. Das heißt, was mich interessiert, ist die Frage des Sinns. Inwieweit produzierst du neuen Sinn für all diejenigen, die hier im Publikum sitzen? Zeigst ihnen sozusagen vielleicht auch einen neuen Raum der Sinnproduktion, der über das Klassische, ich sitze mit meinem Laptop auf dem unordentlichen Studiotisch und überlege mir, macht es jetzt Sinn, was ich in die Baulücke knalle oder nicht, drüber hinweggeht. Weil du redest über Sinn und du redest auch über Potenzial. Du zeigst einer Firma oder einem Kunden das Potenzial. Und zwar jetzt, und das Spannende ist, Potenzial vorwärts gedacht,
Zukunft, aber, und das fand ich unglaublich spannend, auch rückwärts gedacht. Potenzial im Konjunktiv, also archäologisches Potenzial. Die Firma mit dem Verschnitt, was hätte sie alles bauen können, ja? Mit dem Holz oder mit dem Zeug, was weggeschmissen wurde. Das heißt, du zeigst eigentlich in zwei Richtungen aus der Gegenwart durch eure Tools in die Zukunft, was könnte man machen, aber was hätte man auch machen können? Ja, jetzt muss ich, glaube ich, irgendwie zwei Fragen gleichzeitig beantworten. Also ich glaube, und ich hoffe, ich komme auf das, da erinnere ich mich an die zweite. Ich glaube, dass das, was wir tun, es, oder auch heute tun mit Digitalisierungs, mit digitalen Werkzeugen, was auch immer, wir haben ein ganz ähnliches Problem, dass wahnsinnig viel, so wie man sich eigentlich so hinter der Natur versteckt, indem man sagt, so ja, aber das sind ja natürliche Prozesse, deshalb habe ich damit nichts zu tun. Und ich sozusagen, ich ziehe Bedeutung oder Sinn aus einfach dadurch, dass ich sozusagen, ja, ich habe ja nicht gestaltet, das hat ja die Natur gemacht. Es gibt leider, wie ich finde, im ganzen Kontext von, sagen wir mal so, so Leute, die sich als digitale Entwerfer bezeichnen würden, wahnsinnig viel ähnliche Vorgehensweise. Dass man sagt, so gut, das hat die Maschine gemacht. Der Algorithmus. Das war der Algorithmus, da habe ich nichts gemacht. Genau. Davon würde ich wirklich absolut abraten. Und das versuchen wir auch, dass wir eben nicht sagen, weil am Ende führt es dazu, dass auch Studierende sich eigentlich immer dahinter verstecken und sagen, na genau genommen muss ich ja überhaupt keine Verantwortung dafür übernehmen. Sondern die Maschine hat es ja gemacht und ich leite sozusagen Sinn daraus ab. Wir denken tatsächlich, und deshalb würde ich diesen Dualismus überhaupt nie machen. Am Ende ist die Entwicklung der projektiven Geometrie an der École, also an der sozusagen in Paris, in den, sozusagen zum im Barock, nichts anderes als das, was wir heute machen. Am Ende werden mir Werkzeuge in die Hand gegeben, mit denen ich Dinge beschreiben kann. Ein komplexes Problem, was ich vorher nicht beschreiben konnte. Also sozusagen, das war gar nicht Teil meines Repertoires an architektonischer Form. Würde ich sagen, dass das maschinelle Sehen eben auch das Repertoire an architektonischer Form erhöht und unsere Intuition erhöht. Also ich kann sozusagen aus einem größeren Repertoire schöpfen. Aber am Ende bin ich derjenige, der entwirft und Entscheidungen trifft. Oder den Rahmen setzt. Aber ich halte sozusagen nichts von diesem sozusagen Natur und ich Entwerfer oder Technologie und ich Entwerfer, sondern nee, es sind Prothesen oder sozusagen es ist die Erweiterung von Intuition und sonst gar nichts. Das ist so natürlich auch wieder sehr clever, weil vor 10, 15 Jahren war das Hauptargument, oder vor 20 Jahren, wenn man an Greg Lynn denkt, man sagt, okay, die Maschine hat es gemacht, ich hab's nicht gemacht. Das heißt, es gibt einen Lernprozess im Diskurs. Du sagst, das wollen wir ja nicht. Wenn ich jetzt Kritiker sein wollen würde... Bitte sei's nicht. Ich bin jetzt Redakteur von der NZZ, so vielen Dank für Ihren Vortrag. Und das ist eine spekulative Frage an dich, welche Kritik würde ich denn jetzt aufbauen können, um eure Projekte zu kritisieren? Also, das kann ich ja nicht sagen. Du musst mir jetzt sagen, was, sagen wir ja nicht, dass es keine Kritiker gibt von euren Projekten. Doch, natürlich, klar. So, was sagen die Kritiker? Mit welchen Argumenten kritisieren die euch? Wenn es nicht das klassische Argument, Maschine ist Entwerfer, der blinde Entwerfer, keine Ahnung, anonyme Architektur, automatische Architektur, wenn es nicht das ist, aber das hat ja schon eine Geschichte. Mit welcher Kritik wirst du konfrontiert bei deinen Projekten? Also wir sind unter uns, wir können ganz offen reden. Genau genommen, so jetzt, nee, aber was, jetzt mal Beispiel. Es gibt sehr viel, aber das wo führt es denn hin? Also dann gibt es sozusagen, wie soll man sagen, oder muss das immer alles so kompliziert sein? Generationsfrage. Wo führt das hin? Also sozusagen,
das ist ja tatsächlich auch so ein seltsamer Technologiediskurs, den wir häufig haben, dass man nämlich entweder es mit Leuten zu tun hat, die wahnsinnige Technologie-Euphoriker sind und auf der anderen Seite so man darf sozusagen die ganzen Dinge gar nicht anrühren, weil sie sind ja per se schlecht, weil in den Händen von den falschen Leuten führt es zu Katastrophen. Aber es gibt sozusagen wenig nuancierten, oder sehr häufig spüre ich das, einen wenig nuancierten Technologiediskurs. Und woran wir uns ganz gerne halten, ist tatsächlich der Begriff des Speculative Designs. Das ist eigentlich, was wir viel mehr brauchen, ist spekulativ, nicht darüber zu reden, was ich versuche, die Zukunft vorherzusagen, sondern dass wir uns heute überlegen, was sind eigentlich mögliche Zukünfte und was ist vielleicht einfach eine begehrenswertere Zukunft. Also häufig ist ja so, dass wir sozusagen und dann Technologie bewerten, aber nicht von vornherein sagen, das ist alles Teufelszeug, sondern tatsächlich einen produktiven Diskurs über die Vor- und Nachteile, aber tatsächlich heute spekulativ damit zu entwerfen und sagen, so könnte eine mögliche Zukunft aussehen. Also das ist extrem spannend und ich glaube, wir können auch öffnen die Diskussion, also wenn es Fragen gibt oder irgendwas, Kommentare zu deinem Podcast. Aber jetzt nur als Fußnote zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist tatsächlich lohnenswert, darüber nachzudenken, wie wir in Architektur mit Technologie umgehen. Und wenn wir das zum Beispiel mentalitätsgeschichtlich begreifen, gibt es tatsächlich eine europäische Sichtweise, mit Technologie umzugehen? Also ich pauschalisiere jetzt. Und eine US-amerikanische, die vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren aufkam. Die europäische, auch in der Philosophie, in der europäischen Sichtweise ging es immer darum zu sagen, was bringt mir das? Was ist der Sinn dieser Technologie? Und bis heute gibt es immer die Tendenz zu versuchen, die Technologie zu Ende zu denken. Was kann ich denn jetzt damit machen? Und macht das, was ich dann bekomme, überhaupt Sinn? Ich kann Ihnen gleich verraten, meistens macht es keinen Sinn. Rückschluss der Leute ist dann immer, also macht die Technologie, die neue, auch keinen Sinn, weil es kommt ja nichts mehr raus, also schwierig. Der US-amerikanische Diskurs, und da seid ihr ja das beste Beispiel, von der Ostküste oder Westküste, eigentlich fast gleich, ist, dass man sagt, okay, ich bewerte nicht eine mögliche Zukunft, ich bewerte sie nicht, sondern ich generiere sie, indem ich Werkzeuge produziere. Und dann sage, okay, gucken wir mal, was wir mit diesen Werkzeugen alles machen können. Das kann was bei rauskommen, was Sinn macht, oder auch nicht. Das ist jetzt ein populistischer Dualismus. Aber ich glaube, dass das Potenzial, und das zeigst du in euren Projekten, eigentlich ein werkzeugbasiertes Potenzial ist und weniger in der Tradition der europäischen Evaluation und Bewertung von Sinn oder Schönheit oder Ästhetik ist. Also ich glaube, ich würde einen dritten Weg vorschlagen. Woran? Weil so lohnt es sich wirklich, und das ist die Londoner, das Londoner Designbüro Dunn & Raby. Das ist ja noch Europa, London, oder? Ja, die wissen wir noch nicht. aber die dieses Buch geschrieben haben, Speculative Everything. Tatsächlich dass ich jetzt nicht entweder sage, komm, wir machen einfach, und der auch so wahnsinnig dominant in so einem Start-up-Diskurs ist. Und auf der anderen Seite tatsächlich so ein totaler Skeptizismus. Aber das führt nicht dazu, dass wir uns darüber auseinandersetzen. Oder diese Verteufelung führt einfach dazu, dass wir sie nicht verstehen. Und ich glaube, man kann sozusagen indem man so Design-Experimente macht mit solcher Technologie, auch Diskussionen anregen, wie wollen wir bestimmte Technologien gestalten? Und da würde ich sagen, das wäre ein Weg, den ich präferieren würde. Das ist extrem spannend. Vielleicht eine letzte Frage, in der Hoffnung, dass es hier nach oben wandert, in das Publikum. Es gibt ja so den Klassiker, auch in der Ausbildung von Architekten, Architektinnen, dass man sagt, okay, Zeichnen ist Sehen. Genau hingucken, zeichnen den Stein, den Baum, guck genau hin. Wenn du genau hinguckst, dann guck so.
Jetzt, ich weiß schon, was zu sagen kann. Nee. Nur mal ein bisschen Frage aufbauen. Und jetzt zeichnen es sehen. Das funktioniert ja bei dir überhaupt gar nicht mehr. Oder eben doch, das ist eine Frage. Also wie ist das Verhältnis, das neue Verhältnis von Zeichnen als Kulturtechnik unserer Disziplin und dem Sehen, wenn du sagst maschinelles Sehen? Also erstmal, das ist, by the way, das ist noch eine andere Kritik, die ich auch absolut ernst nehme, dass wir, was wir tun, ist nicht Architektur. Weil am Ende bei der Datsche, neulich hatte ich einen Vortrag, da war sozusagen die Frage sofort, wo ist denn die Tür? Aber am Ende sind das natürlich Experimente erstmal und am Ende ist die Generierung einer Datsche erstmal sozusagen nicht mehr Architektur, dass wir jetzt irgendwie besondere architektonische Entscheidungen treffen, wie nähert man sich dem oder keine Ahnung. Insofern winde ich mich so ein bisschen aus dieser Frage raus. Was ich aber dennoch sagen will, vielleicht ist es nicht das Zeichnen, das Sehen, aber dass die Grenzen unserer Welt im Allgemeinen, also ob ich nur das Mikroskop angucke oder das Teleskop, in die Kategorie von Technologie fällt für mich das maschinelle Sehen. Es erweitert sozusagen unsere Welt, unsere Wahrnehmung und unsere Welt. In welchen Einfluss das jetzt hat darauf, wie ich mich zeichnerisch Architektur näher, da winde ich mich jetzt raus. Also deuten können ja auch immer andere. Wenn ich jetzt sage, das ist für mich Architektur, dann ist sozusagen mein Problem. Mhm. Okay, letzte Frage, eine Aufforderung an dich, den Leuten hier im Saal, wir gehen jetzt alle gleich nach Hause oder wir gehen alle zusammen in die Bar, ist klar, und dann rattert das und sagt, okay, super Vortrag, spekulatives Design, schon gegoogelt natürlich während des Vortrags, da kommt man auf lauter Leute, Philosophen, verstehe ich nicht, keine Ahnung, Merbebändchen, Armin Avanassian, also was heißt das, wir machen doch hier Architektur, keine Ahnung, ich will doch Architektin und Architekt werden. Jetzt kommt der Junge und sagt spekulativ. Was gibst du ihnen denn jetzt auf dem Weg, also bis zur Bahn natürlich nur, um sich mit dem, was du hier präsentiert hast und über das wir gesprochen haben, zu beschäftigen? Wie kann man sich dem nähern? Außer, dass man sagt, gestern der Vortrag war übrigens total spannend, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich mich dem nähern soll. Follow the white rabbit, ist klar, aber also was ist die Take-Home-Message? Ich weiß, du unterrichtest auch an einer Universität, insofern wäre die Frage, erwischt dich die Frage jetzt nicht kalt, hoffentlich, aber was ist es? Können wir das vielleicht in der Bar regeln? Nein, das müssen wir jetzt kurz erklären und dann gehen wir in die Bar. Unbedingt. Also wir im zweiten Jahr beschäftigen uns gerade mit auch mit der Zukunft. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht in so Luftschlössern entwerfen wollen, sondern uns der Frage stellen, die Themen, die alle da sind im Moment, das ist die Ökologie, du hast das ja auch so eingeführt. Wir schauen da raus, da werden sehr konservative städtebauliche Quartiere gebaut, Häuser sehen alle ein bisschen ähnlich aus. In der Schweiz gibt es ja auch die Situation mit dieser sehr starke Verwurzelung, Traditionen. Und die Frage ist, wie würde dann eine zukunftsgerichtete Architektur aussehen, die diesen dringenden Themen, die wir heute haben, der Ökologie, des Klimas etc., Ressourcen oder auch günstiger Wohnraum, also politische Fragen auch, gibt da diese Technologie, gibt es da jetzt schon Ansätze von Antworten oder Richtungen, die uns wirklich in neue Wege zeigen würden? Nee, ich glaube, dass die Beschäftigung mit, also mal auf dem einen Niveau, was wir zum Beispiel Projekt Cloudfill gemacht haben, die Wiederverwendung und Sekundärrohstoff durch Rückbau, durch Verschnitt, also die eigentlich die am Ende haben wir bei diesem Projekt mit Rieder zum Beispiel geht es viel um, auch am Ende darum, wenn ich tatsächlich in der Lage bin, meine Fassaden zu adressieren, die ich auch verbaut habe, welche Form von Sekundärrohstoffmarkt ergibt sich daraus?
Gibt es vielleicht neue Formen des Leasings? Weil ich eben nicht mehr sage, ich baue für 20 Jahre eine Fassade, die ist sozusagen aus modischen Erwägungen, wird eigentlich zurückgebaut und weggeschmissen, sondern eigentlich hat die eine Lebenszeit von 100 Jahren. Wie gehe ich damit um? Oder welche sozusagen neuen Geschäftsmodelle könnten daraus erwachsen? Die Steigerung des Primärrohstoffeinsatzes durch eigentlich Entwerfen, Mitteilen, sind definitiv Themen, die, glaube ich, absolut relevant sind. Und deshalb hatte ich ganz am Anfang ein Slide gezeigt, wo wir eigentlich gesagt haben, es gibt Recycling, also einen materiellen Prozess, der wieder standardisiert. Aber wie wäre es eigentlich, wenn ich Technologie einsetze, die diesen materiellen Prozess, auch energieintensiven Prozess des Recyclings, ersetze durch einen digitalen Prozess der Neuverteilung. Das sind sozusagen definitiv Themen, von denen ich meinen würde, die sind absolut relevant. Und einfach noch eine kurze Anschlussfrage. Das verstehe ich. Und ihr habt ja auch so mit diesen Elementen gearbeitet, also wirklich diesen Versatzstücken. Und da habe ich mich gefragt, ist es dann wie eine Surface, eine Oberfläche, oder ist da der konstruktive Aspekt auch mit beteiligt? Also muss ich dann diese komplizierte Surface mit einem aufwendigen Unterkonstruktion halten, oder kann der Computer das mitdenken und sagen, ich mache auch noch eine intelligente Konstruktion? Das sind die Fragen, die wir uns gerade stellen. Und am Ende muss man dann nämlich genau abwägen, weil das führt natürlich, in dem Moment, wo ich jedes Teil, was ein Unikat ist, adressierbar machen muss, wird auf einmal die Lagerhaltung, die Lagerlogistik wird irgendwann kompliziert. Sub- und Subkonstruktionslogistik wird wahnsinnig kompliziert. Aber ich glaube dennoch, wir reden hier über zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ein Projekt, was in einem industriellen Kontext diese Fragen stellt, wo am Ende dann tatsächlich Fragen, was ist die Interaktion mit Architekten, wenn ich Hersteller bin, Logistik und so weiter. Kriegt man das, wenn man darauf keine Antwort findet, ist die Lösung eine falsche. Aber das führt dann eben auch dazu, dass man am Ende sagt, na gut, dann müssen wir das Zeug auch wieder wegschmeißen. Der politische Wille, irgendwie fällt mir der Name nicht mehr ein, Primärrohstoffeffizienz, ich glaube, so heißt es, die zu erhöhen, die gibt es absolut. Also im Kreislaufwirtschaftsgesetz sind das alles Forderungen, die gestellt werden. Also von politischer Sicht sind sie gefordert, aber werden noch nicht umgesetzt. Aber das wird irgendwann kommen. Jetzt habe ich die zweite Frage. Ich kann die Frage noch ein bisschen verschärfen, dann fällt sie dir wieder ein. Weil die Frage, die hier gestellt wird, ist ja eigentlich eine verkappte Kritik, denke ich mal auch, die man lange Gary vorgeworfen hat. Nämlich, dass es eine Surface Architecture ist. Also, sowas, das und die Unterkonstruktion, total unsinnig, ist riesige Stahlträger, auch bei Louis Vuitton. Und man hat sozusagen die Wolken. Also das ist ja sozusagen über... radikalisiert jetzt deine Frage. Das habe ich absolut verstanden. Also, die Fragen, das muss abgewogen werden und dafür haben wir noch keine, sozusagen, in dem industriellen Kontext. Ich glaube, dass das Projekt, was wir gemacht haben, Cloudfill im Futurium, kann ich Ihnen absolut versichern, es war ein absoluter Nightmare, das zu bauen. Es war wahnsinnig aufwendig. Die Unterkonstruktion sehr komplex, aber... Und das, würde ich sagen, erfüllt diese Skulptur oder diesen Mockup, den wir da gebaut haben, aber, glaube ich, auch einen anderen Zweck. Ich glaube, dass man irgendwo hingeht, man sieht es und man kann sich eine andere Zukunft vorstellen, die begehrenswerter ist, wo man am Ende sagt, so, am Ende produziert es vielleicht Design oder es produziert eine Welt, die über das, was ich da sehe, irgendwie hinausweist und sage so, stimmt. So könnte ich theoretisch Architektur auch beschreiben. Da muss es vielleicht irgendwie nicht irgendwie krumm und schief sein, aber dass ich sage, das könnte ein Weg sein oder ein Weg aufzeichnen, der so eine begehrenswertere Zukunft beschreibt. Und ich glaube, da erfüllen einfach die Projekte, die wir machen, unterschiedliche Funktionen. Also wenn es jetzt Fragen gibt, dann jetzt. Oder weitere Diskussionen, weil sonst würde ich noch eine Sache, weil du sagst, es ist krumm und schief. Die Frage der Ästhetik wird nämlich auch
gestellt. Und ich finde solche Projekte und solche provokativen Prototypen unglaublich, sind nicht nur provokativ, sondern auch produktiv. Und das ist eigentlich, also das produktive Moment in der Provokation ist ja das, was wir auch in der Disziplin eigentlich brauchen. Nicht nur experimentell und experimentelles Denken und spekulatives Denken, sondern auch sozusagen die Kopplung von Provokation und einem produktivem Moment. Und das Spannende an solchen Projekten ist weniger, macht das jetzt Sinn oder nicht, sondern welche Art von produktive Unruhe wird eigentlich produziert. Das bedeutet, welche zum Beispiel Rituale werden in Frage gestellt? Welche Traditionen werden vielleicht auch hinterfragt? Welche Denkschablonen, welche Vorurteile, welche Engpässe im Denken, Denkschablonen, also die Kleinteiligkeit unserer Vorstellungswelt wird ja durch sowas plötzlich total geöffnet, hinterfragt. Dann kann man sagen, ich habe Angst davor. Dann zieht man sich zurück in seine Komfortzone der Wahrnehmung, die man schon kennt. Oder man lässt sich halt ein, das ist ein bisschen wie bei Matrix, rote Pille oder blaue Pille, und eröffnet sich neuen Formen der Realität. Das betrifft natürlich auch die Frage der Ästhetik. Wird sich zum Beispiel der Diskurs in einem ökologisch-digitalen Zeitalter oder in einem Environmental Age sozusagen, wo die digitale Umwelt mit der ökologischen Umwelt zusammengedacht werden kann, wird sich in so einer Zeit das, was wir schön finden, ändern, weil das Gebäude total ökologisch und ressourcentechnisch und technologisch einwandfrei ist, aber halt krumm und schief aussieht? Also ist die Datsche sozusagen schöner, weil sie sich aus Ressourcen speist, die schon da sind? Ja? Also das Schönheitsideal kann auch sozusagen in Frage gestellt werden. Das ist für mich sozusagen die Take-Home-Message bis zur Bar, die Produktivität dieser Unruhe. Und wenn es Fragen gibt, ich glaube, es gibt ein Mikro, dann können wir das noch zirkulieren lassen, weil wir in einer Zirkulationsgesellschaft leben. Wenn nicht, können wir auch sozusagen den Abend beschließen und glücklich sein. Na dann? Also ich möchte noch eine Anschlussfrage stellen an das. Ich finde das auch eine Frage und es interessiert mich auch so, es gibt ja ganz viele so Wahrnehmungstheoretiker, die sagen, wir sind eigentlich konservativ in unserer Wahrnehmung, es gibt Dinge, die sind einfach so und wenn immer das Pantheon als stärkeren Raum empfinden als irgendeinen Raum von Zaha Hadid, weil wir können das nicht richtig begreifen, das Pantheon können wir begreifen, es hat eine Form. Also das finde ich schon eine offene Frage mit offenem Ausgang, das finde ich ganz... Könnte da jetzt nicht eine eindeutige Antwort geben, was jetzt da, wie stark oder wie flexibel, ich meine, der Schönheitsbegriff ist ja schon relativ, ist ja nicht total absolut, aber ob er total frei ist, ist eine Frage, oder wie lange es braucht, bis wir Menschen mit unserer Tradition, mit unserer Geschichte, der Wahrnehmung uns geändert haben, dass wir plötzlich andere Dinge als schön empfinden oder verstehen. Ist das ein Schlusswort? Nein. Eine Frage. Ach, das ist doch eine Frage. Weil es braucht sich. Ja? Ich glaube tatsächlich, also ich bin jetzt sozusagen so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo das jetzt sozusagen, an welchem Projekt. Ein Projekt zu machen, wie zum Beispiel die, nochmal um darauf zurückzukommen, wie diese Datsche. Wir hätten natürlich auch einfach eine 1:1 Datsche hinstellen können, nämlich die so aussieht wie die alte Datsche, die auf dem Acker stand. Und zu sagen so, ja, wir haben tatsächlich jetzt eine Datsche gebaut, wo wir die Teile alle einzeln eingescannt haben und jetzt haben wir die gleiche Datsche nochmal dahingestellt. Ich glaube, dass das nicht die Kraft entfaltet, oder sozusagen diese produktive Unruhe entfaltet, die glaube ich einfach die sozusagen so ein Projekt oder im Idealfall so ein Projekt haben sollte. Und was es auch, also wichtig und was es natürlich auch braucht, als vielleicht Versuch einer Antwort auf Ihre Frage, es braucht natürlich auch einen Diskurs,
und Leute, die sozusagen den Pantheon groß schreiben. Also ja, wir brauchen sozusagen, also nicht wir, aber es bräuchte vielleicht jemand wieder wie Gideon, der sozusagen die Moderne damals eigentlich zur Moderne auch erst hochgeschrieben hat, ja, und uns erklärt hat, das lernen wir ja heute immer noch alles, ja, was wir sozusagen alles toll finden. Ja, Kubismus neben der Bauhaus, Gropius Bauhaus Glasfassade sehen wir so und so. Diese Art von Denkmuster, mit denen wir alle aufgewachsen sind, sind ja sozusagen produziert worden von Diskursmachern. Ja, also die Architekturgeschichte ist ja eine Konstruktion, auch von Denkschablonen und Wahrnehmungsmustern, ist extrem wichtig, mit denen wir aufwachsen. Und das heißt, denn für mich als jemand, der nicht in diesem Betrieb ist, in dem du bist, stellt sich jetzt sozusagen die spannende Frage, okay, wie lässt sich sozusagen so eine Gegenwartsgeschichte aufbauen, um sozusagen für die spekulative Zukunft sozusagen auch eine Architekturgeschichte der Spekulation zu entwickeln. Das wäre jetzt mein Projekt. Das wird mein Take-Home-Message, bis zur Bar. Hervorragend. Also das finde ich sehr spannend, das nehme zum Beispiel ich als Challenge mit. Ich glaube, alle sind entweder müde oder total begeistert oder durstig oder alles gleichzeitig. Heike, wenn ich darf, sage ich einmal Danke von hier vorne. Aber das Mikro ist, glaube ich, ist da. Dann sage ich einmal Danke von hier vorne und du sagst Danke für den großen Rahmen. Willst du anfangen oder soll ich Danke sagen? Ja, also vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich glaube, das reicht. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht, euch zuzuhören. Es hat, glaube ich, auch neue Welten eröffnet. Und ich weiß auch noch nicht genau, was es ist, was mich so fasziniert hat oder was so diese neue Welt eigentlich ist. Das in Worte zu fassen, ist auch nochmal eine andere Sache. Das hast du wiederum auch ganz schön gemacht, Georg. Da den richtigen Rahmen gesteckt und das irgendwie ganz schön vermittelt, dass man auch das, was du gezeigt hast, das ist ja eine extrem andere Welt. Also ich bin ja auch schon so ein Oldie und bin überhaupt nicht so aufgewachsen mit diesen digitalen Welten oder mit dieser neuen, mit diesem Handwerk auch. Also mir lag auch immer dieser Begriff des Handwerks irgendwie auf der Zunge und wie du das jetzt sozusagen, das frage ich jetzt nicht, wie du das Handwerk begreifen würdest, ist auch egal, aber vielen Dank jedenfalls.